Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Season 14 News Update. Gerade war die Trailer-Premiere zum Launch-Trailer für Season 14. Ich zeige euch den Trailer jetzt, danach gibt es eine kleine Analyse. Wir sehen schon als Vorgeschmack ein paar Fähigkeiten von Vantage und natürlich vom erwarteten Kings Canyon Map Update. Und seid einfach mal gespannt und fühlt euch bestätigt, was da passieren wird. Es wird auf jeden Fall geil. Viel Spaß jetzt bei dem Trailer und dann gibt es eine kurze Analyse. One day I'll get you out of this. I promise. Attention, the champion has been eliminated. What's wrong with my gun? What's she doing here? He's driving me over. You shouldn't be here. What? I'm never leaving the prison. You need to go home. Forget about me. It's the only way you'll be safe. Warning, ring closing. We'll head to the bunker, resupply. We should get to high ground. That's what my mom always says. What is the Syndicate thinking, eh? Letting a pup join the gates? I'm a human person. You should stay here. It's safer. We're not leaving her. We're a team. We look out for each other. Sure. It's our funeral. I love you. Is it true? Did you do the things they said? Of course not. But all that matters here is what people believe. It's my fault you're in here, isn't it? I'd listen. We all make our own choices. I'm here because of mine. I'll get you out. Burning adrenaline. Right. The shadows you cast over. I've only seen as you. You are my everything, child. If you end up here, it would destroy me. Guards, we're done here. No! I won't leave you! I'll get you out of this. I was supposed to look after you, not the other way around. We're a team. We look after each other. We have a winner. I did this for my mom, Xenia Contreras. She's been wrongfully Good start, my wild one. Let's go, wir starten mit der Analyse und ich stoppe direkt am Anfang. Moment, dauert hier noch ein bisschen. Stopp und zack. Ladies and Gentlemen, ich präsentiere euch offiziell jetzt bestätigt Skulltown Comeback. Es sieht ein bisschen anders aus, wie wir hier klar sehen können. Aber es ist einfach Skulltown. Skulltown kommt einfach zurück. Es ist ein bisschen verändert. Ganz rechts die großen Wände, Mauern, Zugänge mit irgendwelchen Schleusen, Rohren, was auch immer. Und ganz links haben wir einen mega großen Haupteingang. Das erste fette Ding, was wir aus dem Trailer herauslesen können. Wir sehen hier übrigens ganz kurz Horizon. Mit der Vault SMG könnte ein Zeichen fürs Comeback sein, aber das hat auch in so einem Trailer nicht immer was zu heißen. Also muss man hier auf jeden Fall noch vorsichtig sein mit dem Gedanken. Jetzt sehen wir hier im Hintergrund das nächste Map-Update. Ihr seht im Hintergrund den Käfig. Der Käfig hat sich sehr stark geändert. Die oberen zwei Plattformen,
Die Wände sind nicht mehr da. Und ja, im Allgemeinen ist es eigentlich deutlich sichtbar, dass tatsächlich der Käfig ebenfalls geändert wurde. Ich glaube, Map-Update-technisch sehen wir jetzt hier nicht so viel mehr, weil jetzt der Fight tatsächlich nur noch im Käfig endet, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Jetzt sind wir an der Stelle angelangt, wo Vantage das erste Mal eine Fähigkeit raushaut. Und das müsste ihre taktische Fähigkeit, genau Echo, sein. Diese Fledermaus heißt ja Echo, ist ja auch kein Geheimnis mehr. Sie schickt quasi Echo vor, um ein bisschen zu spotten, eine andere Position zu suchen. Das dürfte ihre passive Fähigkeit sein, wenn ich mich nicht irre. Genau. Wie weit man da zoomen kann, keine Ahnung, ob man überhaupt mit dieser Lens zoomen kann. Wenn man einfach nur aimt ohne Waffe, müssen wir mal abwarten, wenn wir Gameplay von Vantage sehen, wenn es draußen ist in der Firing Range, keine Ahnung. Auf jeden Fall sehen wir hier in der taktischen Fähigkeit, weil sie scheint nicht in ihrer ultimativen Fähigkeit ihrer Sniper Rifle zu sein. Sie trackt quasi mit dieser Linse, die sie ausgeklappt hat, dass das Squad mindestens erstmal aus zwei Leuten besteht, Revenant und Bloodhound. Einen dritten sehen wir jetzt erstmal nicht. Entfernung 86 bzw. 85 Meter ist schon mal eine geile Geschichte, wenn du zum Beispiel eine Waffe hast, die nur das Ranger-Visier drauf hat. Das Ranger-Visier zum Beispiel hat keine Distanzanzeige. Wäre zum Beispiel hierfür geil, wenn du einen Callout an deine Mates gibst, die vielleicht ein schlechtes Visier haben, damit die ungefähr wissen, wie hoch die zu aimen haben, wenn die zum Beispiel ein Ranger-Visier haben. So, Echo hat sich jetzt quasi oben am Käfig bereit gemacht. Und Vantage fliegt jetzt als taktische Fähigkeit dort hoch und positioniert sich neu. So, jetzt da oben angelangt. Das geht sicherlich nicht so schnell wie mit einem Pathfinder, mit einer Horizon oder sonst irgendeiner Movement-Legende. Das ist so eine Art Jetpack, mit der sie da wohl hochfliegt. Und das wird sicherlich ein bisschen länger dauern, bis man da oben ist. Es wird sicherlich ein bisschen Krach machen. Und ich denke, man wird auch ein einfaches Ziel dort oben in der Luft sein. Wie schnell das geht. Guckt euch einfach mal die Schussreihenfolge an. Ich glaube, es waren jetzt, wenn ich mich nicht verzählt habe, 4 Schüsse aus der ultimativen Fähigkeit der Sniper Rifle kurz nacheinander. Also eine verdammt hohe Feuerrate. 4 Schuss. Maximale Anzahl an Schüsse, glaube ich, war noch unbekannt. Ich habe jetzt nur 4 gezählt. Auf jeden Fall sollte das als Analyse schon reichen. Ich glaube, viel mehr verrät der Reveal-Trailer oder der Launch-Trailer noch nicht. Am 1.8., das dürfte Montag nächste Woche sein, kommt der Gameplay-Trailer. Ich bin gespannt. Wir haben leider aus dem Launch-Trailer auch keine neue Waffe gesehen. Müssen wir halt leider mal abwarten, ob es in Season 14 jetzt tatsächlich endlich wieder eine neue Waffe gibt. Abwarten, Tee trinken, auf nächste Woche auf den Gameplay-Trailer freuen. Für alle, die regelmäßig beim Livestream am Start sind, eventuell werde ich morgen wieder streamen. Bis in die Puppen. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Start ins neue Wochenende. Das war's von mir. Haut rein. Ciao.